Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV-Videowochenschau. Aufregung um Schülerstreich. Der Abi-Jahrgang vom Kolleg St. Thomas hatte sich einen Spaß erlaubt und beim Gymnasium Antonianum Assi-Anträge für Intelligenzflüchtlinge verteilt. Die Leitung des Kollegs hat am Freitag weitere Aktionen verboten. Geschlossen entschuldigten sich Kollegschüler im Nachbargymnasium für ihren Streich. Und die Baustellensaison beginnt. Brennpunkte sind die A1, die B51 und B72. Im Landkreis Vechta werden unter anderem die Landesstraßen 76 bei Neunkirchenförden und die 843 zwischen Barkum und Vechta gesperrt. Weitere Informationen zu diesen beiden Themen findet ihr am Samstag in der OV. Endspurt in Richtung Playoffs, Endspurt in Richtung Vizemeisterschaft und einmal Abstiegskampf pur. Die Top-Teams aus dem Kreis Vechta sind am Wochenende allesamt im Einsatz, teilweise sogar doppelt. Die Basketballer von Rasta Vechta absolvieren am Sonntag ihr vorletztes Heimspiel in der Hauptrunde der zweiten Bundesliga Pro A. Zwei Tage nach dem Spiel in Kirchheim trifft der Tabellenführer auf die Baunach Young Pikes, die ihrerseits noch um die Qualifikation für die Playoffs kämpfen. Die Volleyballerinnen des VfL Oite sind gleich doppelt im Einsatz. Am Samstag um 17 Uhr trifft der Tabellendritte auf SCU Emlichheim und strebt den 9. Sieg in Folge an. Tags darauf, am Sonntag um 15 Uhr, spielen die Oiter Damen gegen Borken, aktuell die Nummer 2 der 2. Bundesliga Nord. Oites Ziel ist es, mit 2 Siegen selbst nochmal in den Kampf um die Vizemeisterschaft einzugreifen. Ganz andere Sorgen haben die Fußballer des VfL Oite, die im Kellerduell der Fußball-Landesliga auf den TV Dinklage treffen. 12. gegen 13. Abstiegskampf pur. Der Frühling lässt noch auf sich warten. Für ein gemeinsames Picknick zu zweit ist es einfach zu kalt hier im Zierdellenpark in Vechta. Für die gemeinsame Zeit bis zum Frühlingsanfang und bis nach Ostern habe ich für euch einen ganz besonderen Tipp und den gibt's jetzt. Das OV-Frühlingsabo mit der OV bis Ostern gratis, egal ob digital oder gedruckt. Wir schenken euch bis Ostern die Zeitung kostenlos ins Haus, digital oder auf Papier. Ihr bekommt obendrauf noch eine besondere Prämie, passend zur Jahreszeit zum Frühling 2016. Und los geht's mit dem Abo dann ab dem 1. April für euch. Alle Informationen in unseren Geschäftsstellen in Damme, Lohne, Dinklage und Vechta unter www.ov-online.de und natürlich in unserem Kundenservice unter Telefon Vechta 95 60 400. Jetzt schnell sein und bestellen bis zum 28. März das Frühjahrsabo der Oldenburgischen Volkszeitung unter www.ov-online.de. Zum Schluss noch zwei Tipps für euch. Sowohl in Lohne als auch in Damme gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag. Jeweils von 13 bis 18 Uhr. Viel Spaß dabei und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.